Da sind wir wieder. Falle und Zero im Land der unbegrenzten Produktivität. Ich laufe, ich komme zu unserem, zu unserer Blaupause. Wir bauen noch die perfekte Kreuzung. Ja, ich würde eben die Schaltung fertig machen mit den Toren. Müsste jetzt alles dabei haben. Ja. Da bin ich mir gar nicht hundertprozentig sicher, ob das so funktioniert, aber wir gucken einfach mal. Sonst müssen wir sie halt einzeln einstellen, was ja auch okay ist. Ja. Aber ich finde die Idee, dass quasi der ganze Block gesperrt ist, solange ein Spieler drin ist, ganz gut. Das finde ich super. Das finde ich richtig gut. Sehr das dürfte eigentlich nicht der Fall sein, wenn wir mit einem Zug sind. Das wäre richtig fail. Wir sind in einem Zug, der Zug fährt aufs Tor zu. Tor registriert Spieler, schaltet sich auf Rot. Ja, ich glaube, dass die... Hast du die Schaltung schon eingestellt? Das kann man ja eben ausprobieren. Ja, hier unten ist sie eingestellt tatsächlich. Ja, unten. Ja. Wenn ich jetzt mich mit dem Zug hier hinstelle. Ich gehe mal weg. Ja, warte. Ah. Fuel habe ich eben alles weggedingst, leider. Ich habe ein bisschen Holz drin. Er kann sich nicht so richtig entscheiden, habe ich das Gefühl. Ja, lassen wir mal kurz das überprüfen, bitte. Aber ich komme durch. Versuch nochmal, wenn ich nicht da stehe. Mach mal mit vollem Karacho rein. Einfach reinrauschen, da passiert schon nichts. Es ist sicher. Ich kann auf jeden Fall nicht mit Steuerung irgendwo hinklicken. Ja, das liegt, glaube ich, daran. Achso, weil ich auf der falschen Spur bin. Achso, okay. Versuch nochmal. Wenn ich Vollspeed mache. Ja, es geht. Das, ja. Geht. Das Einzige, was uns noch sein könnte, ich benutze gerade das rote Signal. Es kann sein, dass das rote Signal nicht schlau ist, weil das rote Signal die Ampel auch auf rot schaltet. Ich will aber das rote Signal benutzen, weil ich eigentlich will, dass die Lampen rot sind. Wenn... Und um das hinzubekommen, müssen die brauche ich das rote Signal hier quasi. Ich würde auch anders gehen, aber ich wollte kurz gucken, ob das so funktioniert. Das geht hier jetzt überall einmal rum. Dahin. Und das einmal rum. So, jetzt ist es aber noch nicht überall an den Toren. Also die Verbindung muss ich dann auch noch machen. Einmal unten. Das ist zum Beispiel. Achso, die sind noch nicht eingestellt. So. Da haben wir es. Und dann nehme ich die Seite. Funktioniert auch. Hier nehmen wir die Seite. Funktioniert auch. Dann macht das richtig was her. Ist das notwendig? Nein. Würde uns das hin und wieder das Leben retten? Vielleicht. Aber es ist einfach eine lustige Spielerei und ich feiere es. Ich feiere es. Einfach die Möglichkeit zu haben. So, und das sind die letzten. Ja. Xenoas und Xenoritas, es ist Zeit, okay, den Entwickler zu bekämpfen. Guckt in den Chat. Das sieht gut aus. Nee, aber dann dürftest du doch eigentlich nicht durch. Oh, du bist fix unterwegs. Weil du immer gerade stehst, meinst du? Lass ihn automatisch fahren. Ach, dumm, warte mal. Wir öffnen die jetzt ja. Nee, mein Fehler. Die Ampel ist noch nicht verbunden. Und dann kann das natürlich auch nicht gehen. Macht ja Sinn. Also ein rotes Licht über 0, dann ist es rot. Ja, ich muss jetzt überall einmal die Ampeln verbinden. Erst dann wissen wir natürlich, ob es funktioniert oder nicht. Und zwar müssen wir hier sagen, genau, du musst sagen, wenn ein rotes Signal kommt, sei rot. Und es kann sein, dass das Ampel ein bisschen verwirrt. Hui, das war schon knapp. Aber muss auch nicht. Okay, das geht. Und dann haben wir nur noch eine ab. Es sind ja nur vier, ne? Weil wir nur vier Fahrtrichtungen haben quasi. So, der auch. Okay, dann lass das Ding nochmal... Okay, jetzt steht's da oben. Aber die sind jetzt alle offen, die Türen. Ne? Die gehen auch nicht zu, wenn ich da... Die sind auch nicht zu, meine ich. Ja, interessant. Ich muss mal kurz verstehen, was passiert. Jetzt ist ein rotes Signal drin. Warum ist ein rotes Signal drin? Wo kommt das rote Signal her? Okay.
Ich lese momentan auch die Ampeln aus. Und die Ampeln geben dann immer die Farbe, auf der sie sind. Das heißt, wenn eine Ampel rot ist, gibt sie das rote Signal aus. Und weil ich nach dem roten Signal überprüfe, verstehst du? Ich habe jetzt gedacht, die Ampel soll nicht ihre Dings mit ausgeben. So, und jetzt ist alles... Da kommt er nicht weiter. Hast recht. Aber die Ampeln schalten sich mal durch. Wir haben sichere Bahnübergänge. Gehen wir in die Ecke. Baumkuchen-Ecken. So geil. Okay, er fährt rum. Fährt jetzt unten lang. Ich lasse ihn mal kurz fahren. Er dürfte jetzt so überall lang. Ja. Da war auch noch ein Fehler irgendwo. Warum hält er da? Ich glaube, ich lese auch irgendwo eine Ampel aus. Ortszeit hat, weil ich mache ihm immer hier. Ach so. Und er macht immer 5 Sekunden dazwischen. Das dauert. Ich klicke die aber weg. Ja. Genau, mach dich mal weg. Oder du kannst auch hier einen Trainstop einfach hinmachen. Ach so, ja, klar. Und dann schickst du ihn einmal dahin quasi, dass er immer wieder dahin fahren soll. Und dann ohne Waiting, dann fährt er die ganze Zeit im Kreis. Habe ich gerade einen? Nee, habe ich nicht. Weiß ich auch nicht. Kann ich eigentlich craften? Nö. Ich brauche einfach nur ein bisschen Eisen. Das hole ich mir mal kurz. Hätte ich auch nicht dabei. Trotzdem sind wir arme Schlucker mittlerweile. Ja. Warum ist das zum Beispiel jetzt auf Rot? Warum bist du auf Rot? Achso, weil in dem Abschnitt ein Zug ist. Ja, okay, das macht ja Sinn. Okay. Es würde vielleicht für dieses Szenario noch Sinn machen. Nö, nee, wir brauchen keine Ampel mehr. Das geht. Wir brauchen nur den Trainstop. Ja. Das ist okay. Genau. Star Rider Outpost. Nice. Gut alte Star Rider. Genau. Achso, dann nochmal dahin. Ach, da gar nicht. Warte mal. Wenn das dann nochmal hin, dass da kein. Ja, genau. Bob Quizzle, ja, sehr schön. So, und wenn wir jetzt nicht bei den Ampeln sind, so, dann. Warum ist diese eine. Ich nehme Speed da drin raus und ich weiß noch nicht warum. Ich weiß nicht genau, warum er hier langsam wird. Irgendwie, weil er sich selber im Weg kommt, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe ein ähnliches Gefühl. So, aber okay, eins nochmal anders. So, wenn ich mich jetzt hier hinstelle. Ja gut, hier ist keine Ampel. Das heißt, hier sollten wir vielleicht in Fahrtrichtung auch tatsächlich mal eine machen. Warum ist da? Achso, ja, klar. So, ne? Beim Reinfahren. Ja, das könnte funktionieren. Wie safe ist das dann nicht? Jetzt geht gar nichts mehr zu. Achso, weil einer von uns, glaube ich, im Weg war. So, solange ich also hier stehe, muss es rot sein. Und auch wenn ich weggehe, muss es rot bleiben, weil du da stehst. Wenn du jetzt weggehst, müsste es grün werden. Okay, und jetzt fährt er auch schneller. Und wenn man sich hier hinstellt, müsste er bei der nächsten Einfahrt einfach stehen bleiben. Er darf halt nicht rein, solange man am Tor ist. Wenn er schon drin ist, hat man halt ein kleines Problem. Aber das ist ja auch okay. Aber er muss jetzt da zum Beispiel auch wieder stehen bleiben. Okay, das ist halbwegs gut. Man kann es noch anders machen und noch ein bisschen verbessern und so. Geht aber nicht, wenn ich jetzt hier in der Mitte auf dem Weg stehe, ne? Nee, genau. Genau, man kann es noch anders machen. Also man könnte hier überall Toren machen oder sowas. Oder man könnte halt auch weiter draußen Ampeln machen, die dann den Bremsweg mit einberechnen und sowas. Das habe ich auch mal in einem Video vorgestellt, aber müsste ich jetzt selber nochmal nachgucken. Aber ich finde, so ist es schon mal okay. Hat auf jeden Fall einen stylischen Effekt und muss ja nicht hundertprozentig funktionieren. Das war, wie gesagt, hier drin so ein bisschen Brems, finde ich noch merkwürdig. Ich weiß auch nicht. 100% warum, aber es ist okay. Also ich finde, das kann man so machen, das funktioniert. Und wie gesagt, wir haben jetzt ja nicht 1000 Züge, die da langfahren. Ich finde, das ist gut. Moin, Dark Lukas, hallo. Also ich würde sagen, damit arbeiten wir, oder?
Würde ich auch sagen, ich würde jetzt noch einmal kurz hier. Ja. Gucken, ob das irgendwas ändert. Kann ja Interesse halber auch so noch machen. Hast du noch Waggons oder so für hinten dran? Einen habe ich. Machen wir einen daran. Nimm mal einen von dem anderen weg, bitte. Dass wir hier zwei haben, da sind die ungefähr gleich lang. Müssen wir nicht noch irgendwie einen Waggon mehr haben? Ja, genau. Wenn du einen davon wegnimmst, sind doch beide. Ich nicht noch irgendwie was Waggonmäßiges? Ja, reicht auch so. X-Craften-Lager. Nö, ich auch nicht. Passt schon. Was brauche ich denn? Ghost. Lol. Ah, ich brauche nur ein paar Eisenplatten. Warte mal, will ich hier nochmal kurz. 18 hast du, ne. Ja, aber du hast ja noch einen Waggon. Wir können auch noch einen Waggon reinpacken. Geht ja nur um die Länge. Das geht auch. Achso, ne, Lok meinst du, ja. Ja, genau. So, den stellen wir jetzt. Ich kopiere mal einfach das, was der da hat. Und dann machen wir beide auf automatisch. Und dann gucken wir mal, was passiert, oder? Die müssen jetzt hier rumfahren. Oh, das ist geil. Das ist, so, ist ein guter Test. Ja. Interessant. Warum fährt der eine dann nicht mehr? Das ist eine gute Frage. Auch wegen dem Kettensignal vielleicht, weil das irgendwie außen rum geht. Ja. Das stimmt doch noch nicht so ganz. Jetzt stehen sie beide, guck. Weil das Signal hier rot umloopt. Ist. Ja. Und an rumloopt. Ich glaube, wenn ich jetzt einfach normale Ampel hier hin mache, fährt er los. Er rammt leider auch das Tor da unten, das ist auch noch nicht perfekt. Ist okay, ja, ist aber so. An diesem Schaltkreis irgendwie, ne? Naja, auch ist da noch der Wurm drin. Ich bin jetzt aber zu lazy, das zu fixen. Also ich würde es jetzt erstmal so lassen, wenn sie Tore kaputt machen, das ist halt so. Ich werde dann nochmal eine Nacht drüber schlafen oder halt mit nochmal mehr Inspiration rangehen, aber da habe ich jetzt keinen Bock. Es reicht, also es ist gut genug gerade. Wir können es einmal, abreißen. Also wir können einmal. Ich lieber so machen, weil sonst machen die ganze Zeit die Tore kaputt. Ja, lass mal, ich mache einfach die. Ich habe auch gerade gar kein Kabel dran. Ich mache einmal die Kabelverbindung einfach weg. Ja. Ah, verdammt. Warte mal, gibt es dafür nicht hier so ein Ding? Muss man ganz kurz gucken. Kann man Kabelverbindung löschen? Ah, es geht irgendwie. Ja, so. Ah, das war knapp. Jetzt sind aber die richtigen Kabel auch weg, ne? Ja, mache ich gleich wieder ran, die. Okay. Aber das ist ein bisschen weniger geklickt als andersrum. So. Das ist ganz gut. Ich mache jetzt nochmal ein. Moin Moin, du geiler Fabrikbesitzer. So. Ja, guck mal, jetzt laufen die auch runter. Ja, okay. Irgendwas ist da noch nicht rund gewesen. Na gut, jetzt haben sie da. Guck, jetzt haben wir da genau das Problem. Ja, ich weiß aber genau, warum das ist. Und zwar, weil ich ein falsches Signal benutzt habe. Ja, was machst du denn? Warum machst du denn so was? Falsche Signale. Meiner Familie. Oh. Jetzt müsste es hier mal. Zug gekillt. Was? Hab ich was verpasst? Außerdem den Zug abgebaut. Ich wollte nur das Signal. Ah, ja, okay. War da jetzt so irgendwas Fuel-mäßiges drin? Ja. Jetzt müsste es gehen. Automatic. Ich habe nochmal eine Station oben hinzugefügt, damit hier noch ein bisschen was Verschiedenes passiert. So. Ja, guck mal, da warten sie und da fahren sie rum. Das sieht gut aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Wow! Digga! Darum will ich Tore haben. Da war etwas zu geflasht. Scheiße. Oh nein, der Walk of Shame. Oh nein, keine Exoskelette. Und wieder die Pistole des Shames im Inventar. Aber das funktioniert echt gut, ey. Ich bin echt zufrieden damit. Die läuft. Ist eine Todesfalle, wie man gesehen hat, aber sie ist schön. Okay, ich bin jetzt noch einmal final als Blueprint ab. Warte, ich will noch mehr Solarpanel reinhauen eigentlich.
Die Ecken da. Ah, ja, gute Idee. Die Ecken da sind noch so ein bisschen... Sollte das nicht so funktionieren, dass keiner mehr überfahren wird? Nee, ich habe die Schaltung gerade weggemacht. Weil die Schaltung, da war ein kleiner Logikfehler drin. Also die hat schon dafür gesorgt, dass die Tore zugehen, aber die sind irgendwie auch zugegangen, wenn die... Ich glaube, eine Ampel hat noch ein rotes Signal geschickt. Wenn eine Ampel sich rot geschaltet hat, ist in das ganze System ein rotes Signal gekommen, wodurch sich alle Türen geschlossen haben, auch wenn ein Zug gerade rüberfährt. Und dann rammt der Zug quasi das Tor und das ist nicht schön. Ich muss mir mein eigenes Tutorial nochmal angucken. Als jemand, der nicht mit Zügen spielt, benutze ich das halt kaum. Und realistisch, man braucht es halt auch nicht. Also, wenn man auf die Minimap guckt, bevor man über Gleise geht, geht's auch, aber... Wo gehen wir denn dahin? Na, jetzt versuche ich mich da nochmal, ohne zu töten, reinzuziehen. Hier ist meine Leiche, ja, auf den Gleisen, wunderschön. Ich sammle mich mal eben an. Weil ich hier... noch einen Fehler gefunden habe, und zwar ist die eine Seite noch unsymmetrisch. Gut, dass mir das jetzt aufgefallen ist. Was ist das denn? Warte mal, modulare Rüstung? Oder? Nein, ich hatte eine Item-Explosion. Ich hasse es. Oh, shit. Was ist das? Ich habe meine Leiche eingesammelt. Er hat die modulare, wir haben ja zwei Rüstungen, modular und Power-Rüstung. Die Power-Rüstung ist die große. So, was passiert ist, er hat mir die modulare Rüstung angezogen, als ich meine... Soll das so, dass das hier alles abgerissen wird? Ja, der ist um einen versetzt. Der ist nicht richtig gewesen. Musst du noch Ja, auf jeden Fall, er hat mir, er hat mir die modulare Rüstung statt der Power-Rüstung angezogen. Die Power-Rüstung hat aber mehr Inventarplätze. Dadurch konnte ich also nicht meine ganze Leiche einsammeln. Hatte also ein volles Inventar und meine Leiche hat aber noch Inventare auf dem Boden, unter anderem die Power-Rüstung. Damit ich also die Power-Rüstung vom Boden einsammeln kann, muss ich die modulare Rüstung erstmal ausziehen. Dadurch verliere ich dann aber 20 Item-Slots und das, was du an Items im Inventar hast, wenn es dein Inventar reduziert sich, dann explodiert quasi dein Inventar auf dem Boden. Guck mal, wenn ich jetzt hier stehe, guck mal, ich ziehe jetzt meine Power-Rüstung aus. Wenn du mal eben auf mich guckst, hier, siehst du mich? Ja. Und jetzt ziehe ich meine Power-Rüstung aus, dann macht's das. Bomb. Ah, okay. Weil das passt halt nicht mehr ins Inventar rein. Das ist eine schöne. Und das geht noch. Das ist noch okay. So, muss das mal eben einsammeln hier. Oh, deine sammelst auch rein. Du kaufst mir jetzt Items. Wie mies. Okay, wenn ich das so mache, geht das ziemlich schneller. Ich spiele ja unter anderem mit einer unendlich großen Inventar-Mod. So, die dein Inventar einfach erweitert, immer wenn du Items hast. Es ist nicht wirklich unendlich groß, aber immer wenn du was aufsammelst und du hast keinen Inventarplatz, endet er halt einfach einen Slot. Und wenn du dann irgendwann mal die Mod ausmachst, wenn du, keine Ahnung, deine 25.000 Items im Inventar hast und du machst die Mod aus, dann explodiert das halt und du hast halt bildschirmweiß Items auf dem Boden. Das ist wunderbar. Du hast einen neuen Controller, Redjan. Das habe ich mitbekommen. Oh, sorry. Mein Fehler. So, ne? Ja. Machen wir die ein bisschen. Ja, das hier in den Ecken müssen wir nochmal kurz überlegen, wie wir das mit den Solarpanels am besten machen. Ja, überleg dir mal bitte was. Fehlt da echt schon noch was? So, glaube ich. Oh, der geht. Der geht da hin, okay. Ich mache hier draußen nochmal eben Lampen hin. Da habe ich nämlich noch was vor. Ja. Das ist gut. Und zwar mache ich jetzt mal was anderes hier. Und zwar mache ich... mal das. Das kann das... Ja, so ist es doch gut. So. Wenn meine eine Spielerei schon nicht geht, nehme ich jetzt die andere Spielerei. Soll ich die Züge nochmal hin platzieren? Ja, mach mal ruhig, dass ich gleich nochmal fahren. Aber lass sie bitte noch nicht fahren. Mache ich auch nicht. Alles gut. Ich habe noch ein bisschen Trauma. Oh, die können sogar blau werden. Ach, das ist gut. Ich wusste gar nicht, dass sie auch blau werden können. Warum gehst du nicht? Du bist eindeutig... Naja. Aber das ist noch eine alte Ampel, deswegen muss ich noch kurz gucken. Read.
Das ist gut. Das ist gut. So rum. Moin, moin, so du geiler Fabrikbesitzer. So rum. Und der muss dann das kopieren von dem. Okay. Jetzt, wenn die Züge jetzt fahren, müssten im besten Fall die Lampen hier draußen sich mal anpassen nach der Zug, also der Signalfarbe daneben quasi. Die Kurve unten rechts ist kaputt. Unten rechts ist die Kurve kaputt. Ja, du hast recht. Hier ist eine Kurve kaputt. Oh, danke für den Hinweis. Da war, genau, war so doppeltes Gleis. Gut aufgepasst. Test bestanden. Ne? Hast du gut gemacht. Ja, einmal einen Applaus für dich. So, hast du... Ich hab gefahren. Ich hab jetzt ein Kurve. Ja. Perfekt. Gucken wir mal, wie das wird. Der Super-Dulli hat uns Bescheid gehört. Ach, nice. Ich mach Start, ne? Ja. Der oben braucht noch ein bisschen Treibstoff. Die brauchen beide Treibstoff dann, damit sie fahren. Gucken wir mal. Oh, der war da oben. Fährt da runter. Zack, zack. Ah, das ist cool. Na, und die Ampeln stellen sich dann halt auch um. Dann sieht man das so ein bisschen cooler, finde ich. Ja. Die Station ist ein bisschen kacke platziert, weil er dann in dem Ding stehen bleibt, aber das ist ja normalerweise nicht so. Naja, gut, ja, eben. Ist ja normalerweise nicht da. Und theoretisch, also wenn man jetzt crazy ist und abgeht. Hast du noch eine. Nee, hast du keine Substation. Kannst du eine bauen? Ich kann eine bauen. Ich bin cool. So. Könnte man halt auch, wenn man es übertreiben will, was man natürlich nicht will. Ja, nee, das sieht dann auch nicht mehr so schön aus, tatsächlich. Tut nicht not, würde ich sagen. 5 finde ich eigentlich noch gar nicht so schlecht. Was man vielleicht so macht. Warum lässt es jetzt stehen geblieben gerade? Gehe ich nicht. Manchmal sind das echte Dullis. Da ist es. Achso, weil er da unten in der Station so kacke steht. Verstehe. Platziert also keinen. Da ist schon einer? Ja, da war schon Verbindung. So, dann machen wir so. Ich brauche mehr Substation. Was wollen die denn haben? Eisen und Plastik. Wo bin ich denn so ein armes Bettlerkind? Noch mal eine Substation für hier oben, bitte. Jetzt brauchen wir auch noch eine. Hab ich Eisenerz? Nein. Ist hier Eisenerz in der Nähe? Nein. Ah, immer ist irgendwas. Der geht da oben hin. Ja, Zeno, bist du. Ich werd schlimm, ich weiß. Da werde ich ja direkt rot. Och, super Dulli. Wir können auch andere Seiten aufziehen. Now I'm really pissed off. Geht auch. So, es hilft ja nichts. Ich hole mal noch mal kurz Eisen. Das ist jetzt ja auch nicht so weit weg. Oder was willst du überhaupt haben? Hier Stahl. Rote Chipsfäller! Was für ein Euro! Nee. Wo kämen wir denn da hin? Hier, rote Chips haben wir hier unten. Dieses Snack. Ja, hier hätten wir theoretisch rote Chips, wenn die Züge fahren würden. Aber da kümmern wir uns ja gleich drum. Alles zu seiner Zeit. Ein bisschen Vorbereitung muss halt auch immer sein. Das ist so. Gehört halt so. So, jetzt gehen wir hier hoch. Jetzt können die letzten Substations platziert werden. Der hier und der hier. Dann machen wir hier nochmal so. Und so. Ist ein bisschen übertrieben mit den Lampen. Aber ich finde es persönlich ganz hübsch, wenn es dich nicht stört. Ich finde es super. Dann machen wir das. So. Oh nein, jetzt gib mir die Lampen aus. Sag mir mal bitte, dass du Lampen craften kannst. Ich hab Lampen, ein paar. Perfekt. Hatte ich. Habe ich noch welche? Der Satz fängt nicht gut an. Scheiße. Ja, ich glaube nochmal los, alles gut. Ich habe 50, 60 Stück gecraftet, die sind alle weg. Alle Lampen weg? Hast du mir die alle geklaut? Nee. 50, 60 haben wir da oben ja noch nicht mal. Da müsste ich jetzt ja keine holen hier. Da stehen 56 Lampen in unserer Kreuzung. Ja gut, vielleicht hast du die da alle hingemacht. Weiß ich ja nicht, was du da so machst. In deiner Freizeit. So, Lampen, Kabel.
Eisenplatten muss er auch noch haben. Ey, das ist ein teures Leben, das wir hier haben. Ich sag's dir. So, aber gleich ist die Kreuzung fertig. Ja, die zwei, die zwei blockieren sich halt immer noch, die Dollys, ne? Aber egal. Fixen wir ja gleich. So, die Lampen sind da. Dann brauchen wir hier die Kabel. Darüber. Und dann brauchen wir die Kabel. Darüber. Kopieren das. Ist das da grün? Zweimal das Ganze noch. Hier blau. Und hier. Nein, erst läuft eine Lampe zu wenig. Warum? Dann ist das fertig und oh shit. Wir haben einen Durchbruch. Naja, noch nicht ganz. Ja, aber da oben können ja auch bald mal Lasertürme, würde ich sagen, hindern. So, okay, das ist fertig. Von meiner Seite aus ist die Blaupause jetzt. Nee! Ich hab's hier falsch gemacht. Das ist unsynchron. Warum bin ich ins Haus? Warum ist das unsynchron? Wie kann das sein? Warum ist das da so und da so? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ah, die. Die beiden. Signale, die stehen auch falsch. Ich habe die Mauer ja einversetzt, aber ich habe die Signale nicht versetzt. Die müssen direkt hier auf der Seite, ne? Wo du stehst, genau. Da müssen die Signale direkt an die Mauer. Und das müssen sie eigentlich auf der rechten Seite auch. Okay, dann lass das nochmal eben machen. Ja. Das war so eins und so eins. Dann kommt das nämlich hier auch hin. Und hier 4 und hier 3 und hier 4. Ja, guck mal, das macht doch schon mehr Sinn. Also. Ich glaube, die müssen jetzt aber nochmal verkabelt werden, ne? Ja. Mach ich gleich. So und. So und dann. Nee, aber von den Ampeln her passt das echt gut bis jetzt. Ja, das sollte funktionieren. Das müsste problemlos laufen. Genau. Sieht doch gut aus hier. Der dahin. Dahin und der rüber. Und die laufen ja sogar noch. Okay, das heißt, ja, die Blaupause ist quasi fertig. Wollen wir, würde ich sagen, damit wir einen schönen Punkt haben. Die Substation hier noch mit, sie gehen quasi auf jeder Seite 4 Felder raus, ne? Da würde ich halt diese Substation auch hier direkt dran machen. Ja. Und die Substation hier oben auch direkt dran machen. Die Substation auch hat. Und weißt du was, weil wir dann 4 Felder rausgehen. Ja, lass uns 5 Felder raus, aber dann können wir hier so machen. Finde ich hübscher, oder? Was meinst du? Das ist so too much. Könnte sogar noch so machen. Ja, genau, das muss man dann auch, das muss man dann auch. Komplett richtig. So machen. So machen. Ah, oh ja, okay, ja, machen wir. I like. Sprich, hier so raus, ne? Genau. Wenn man einmal anfängt mit dem Deko-Scheiß, ne? Aber ich find's gut, ich find's gut. Das dahin, das dahin, das dahin. So und so. Nee. Gehen wieder weg. Hier rüber. Dahin. Den dahin, den dahin, den dahin, den dahin. Hier stehen sie schon wieder im Weg. Das kannst du echt keinem erzählen. Die Züge, ne? So. Ganz im Ernst, guck mal, wenn wir das so machen. Könnte man sogar die Lasertürme auf der Innenseite wegnehmen. Ja, und die außen zwischenstellen, ne? Einmal komplett. Ja, genau. Das eine Feld passt dann immer nicht, aber so ist doch top. Wenn man das kleine Feld hat, kann man dann whatever machen. Und da könnte man die anderen Strommasten. Nee, kann man nicht. Wait, what? Nee, kann man nicht. Ah, dann macht man da auch noch Mauern hin. Dann macht man das so. Dann ist das sexy. Bis dahin, bis dahin. Warum ist das hier anders? Oh, ich hasse es, wenn die Sachen nicht genau aufgehen. Warum? Warum? Was passt hier jetzt nicht?
Nee, doch, das ist doch jetzt hier schon. Hier. Nee, es kommt hin, ne? Mein Fehler, einfach nur. Anwendungsfehler. Okay. Dann ist ja gut. Das wäre jetzt unsere Blaupause. Und dementsprechend würde ich dann hier drin die Strommasten tatsächlich. Nicht die Strommasten, die. Noch rüber ist schon. Mhm. Wegmachen. Und stattdessen Solarpanel hin. Irgendwie. Das kommt nicht so genau hin. Das ist die effektivste Art, auf diese Art und Weise jetzt hier. Solarpanels zu verdammen. Brauchen wir die da? Nee, die brauchen wir nicht mehr. Dass da nochmal drei hingehen. Ich finde es so ganz hübsch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du geguckt hast. Nee, Sekunde. Oh, eine Sekunde. So, den. Dahin. Den Block dann quasi immer dahin machen. So. Ja, es ist ein bisschen Materialverschwendung, was wir hier machen, aber das, wir können es uns leisten. Punkt. Ja. Hauptsache, es sieht optisch dann auch am Ende ansprechend aus. Das heißt, da einer hin, da einer hin, da Mauern hin. Das ist okay. Hier unten fahren ja keine Züge mehr, oder? Die stehen erstmal still, oder? Die zwei da, die sich immer im Weg standen, die müssten jetzt gerade wieder rumfahren. Perfekt. Hier runter. Wo sind meine Roboter hin? Ja, manchmal. Gute Frage, hast du vielleicht irgendwo in den Roboport gepackt oder so? Sieht man das irgendwo, wie viele ich gerade drin habe? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber wenn allerdings was machen würden, hättest du ja den blauen Strich quasi. Theoretisch. Den blauen Strich? Ja, du hast doch angeschaltet über die Debug-Information, dass du zwischen dir und deinen Robotern. Oder hattest du das angemacht in den Debug-Informationen? Player Robots. Genau, Show Personal. Ja, Show Player Robots, genau. Das sollte, wenn deine Roboter arbeiten, solltest du zwischen dir und deinen Robotern dann so einen Strich haben. Die sind halt gefühlt gerade rausgeflogen aus mir und dann fahren sie auf einmal weg. Und jetzt weiß ich nicht, wo sie hin sind. Und das, was sie machen sollten, ist nicht gemacht. Ich habe keine Roboter mehr im Inventar und die sind irgendwie auch. Ich kann nicht sehen, ob die sind. Dann gucke ich noch was anderes an. Ja. Lass mich mal eben kurz gucken. Das waren ein paar viele. Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Aber jetzt scheint es zu gehen wieder. Ich habe mir einfach mal ein paar neue Roboter geholt. Na gut, vielleicht sind die irgendwo. Also hier stehen gerade welche in der Luft. Das könnten deine sein. Sind sie wahrscheinlich, ja. Hast du vielleicht auch so irgendwie dein Robot ausgemacht oder sowas? Also hier ist gerade funktioniert's ja. Okay, ja, stimmt auch wieder. Aber vielleicht war das eben auszusehen. Seno hat eine Ente auf dem Kopf. Das ist doch eindeutig ein Erpel. Seht ihr das denn nicht? So, hier dann noch. Tore, Tore, Tore. Hier Tore, Tore, Tore. Auch. Ich muss das noch einmal abbeißen. Und dann ist die Blaupause fast fertig. Mhm. Hier Tore hin, hier Tore hin. Das letzte, was jetzt fehlt, ist 1, 2, 3 davon.
Das dauert schon wieder so ewig alles. Das, was genau meinst du jetzt? Ja, dieses Blau, die Blaupause jetzt machen. So, ja. Okay, das hier. Das machen wir mal weg. So, also ich würde sagen, das ist unsere Blaupause. Ja, würde ich auch sagen. Na, mit doppelten Mauern, den Geschütztürmen, den verschiedenfarbenen Lichtern, die anzeigen, wo welche Tore gesperrt sind, Solaranlagen drin. Ah, das letzte, was man noch machen könnte. Ich weiß aber nicht, ob wir die schon produzieren können. Hast du noch Batterien im Inventar, die ich mir mal eben klauen kann? 20 Stück habe ich, ja. Das reicht für immerhin... 4, ja, perfekt. So, du hast ja schon mitbekommen, dass Solarpanel sich komischerweise nur tagsüber aufladen, die frechen Dinger. Hm. Ich weiß, es ist echt schrecklich. Bisschen unfair, aber es ist, wie es ist. Und man hat da aber eine schöne Möglichkeit. Und zwar, ich muss das eben mal handcraften hier. Gibt es ein Gebäude, das sind die sogenannten Akkumulatoren. Und das sind im Endeffekt Batterien, die man halt in die Welt klatschen kann. Ja. Können wir hier noch so Batter... Oh ja, für die Solarpanels, ne? Genau, dadurch werden die nachts... Also die werden sich... Wenn wir genug Strom haben, füllen die sich auf. Und wenn wir irgendwann mal zu wenig Strom haben, geben die den Strom ab. Mhm. Hält dann nicht unendlich lange, aber immer einen kleinen Moment. Das heißt, würde ich hier und da noch ein Licht machen und dann hier in die Ecke immer noch mal jeweils einmachen. Und dann ist das eine Blaupause, die das Prädikat Qualle Seno auch verdient. Ne, würde ich sagen, das ist ein schönes, kompaktes, gutes Ding. Ja, finde ich auch. Achso, der lädt warum nicht zu, den nicht auf, obwohl du Strom hast und das da drin ist. Haben wir nicht genug Strom? Okay, wir haben nicht genug Strom, ja, macht Sinn. Weil das Ding ist noch nicht mit unserem Hauptnetz momentan verbunden. Nee. Oder nicht mehr. War wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, oder haben wir fast sämtlichen Platz perfekt ausgenutzt? Ja, dass jetzt hier nichts mehr geht, ist klar. Schließ mal einmal ganz kurz nochmal an. Mhm. Draußen, das Externe. So, guck mal, jetzt füllen die sich. Wenn du mit dem Aussage raufgehst, siehst du auch, wie die sich jetzt füllen, quasi, ne? Hier den Energy-Balken. Ja. Und wenn ich den jetzt wieder kappe, jetzt müssen die halt abgeben, weil die jetzt quasi das alles da drin selber versorgen. Mhm. So, und jetzt geben die das wieder ab. Gut. Das ist doch nice. So ewig viel halten die jetzt nicht, ne? Aber... Naja gut, weil wir halt auch erst nur so ein paar haben, ne? Also einer hält 500 Megajoule aus. Und hat eine Kapazität von... Wenn du davon halt irgendwo 4000 Stück hinmachst, kannst du es halt auch schaffen, dass die Solarpanel dich über die Nacht tragen, quasi. Ne? Die Dinger saugen sich per Tag voll. Wenn du genug produzierst jedenfalls und dann... Genau. Jetzt siehst du, dass hier so Roboter in der Luft fliegen. Ja, das liegt eben daran. Storage-Chesting getan. Genau, das liegt eben daran, dass die irgendwas irgendwo hinpacken wollen. So, ja. Und im Grunde könnte man tatsächlich, wir werden das nicht so machen, aber man könnte tatsächlich halt so Block an Block bauen. Das werden wir wohl nicht machen. Aber wäre legitim. Dann hätten wir auch einen funktionierenden Schienennetz. Aber nee, das ist ein gutes Ding. Das speichere ich mir tatsächlich selber auch mal ab. Die gefällt mir nämlich wirklich sehr gut. Ja, ich finde das sehr geil. Hat jetzt auch Zeit gekostet, aber... Ja, aber gibt ja dafür, ne? Man spart das hinten raus. So, wie nenne ich denn das Ding? Quallenkreuzung. Die Quallenkreuzung. Dann kann man da noch ein schönes Bild machen. Jetzt wollen wir kreativ sein. Grüner Haken geht immer. Wunderbar. Warum machen die das jetzt nicht? Achso, ich muss ziemlich nah dran sein, damit die Personal Robots anfangen zu arbeiten, ne? Ja, das hat nur eine bestimmte Reichweite. Gut, dann würde ich kurz, weil ich noch 50 Laser-Turrets habe, einmal kurz hochjoggen da und da die Lasertürme. Platzieren. Ja, das ist super, danke. Oh Mann, ich sehe deine blauen Linien auch, geil. Gut, das ist das Ding, ich wäre jetzt so schnell weggelaufen, dass sie nicht hinterherkommen. Wenn es mal schneller gehen muss, kannst du die mit Rechtsklick auch einfach einsammeln. Dann haben sie auch gleich wieder vollen Akku. So ein bisschen cheaty. Und die saugen übrigens die Energie dann auch aus deiner Batterie, wenn sie sich aufladen, wenn ich mich nicht irre. Das
heißt, das geht dann halt auch wieder auf deine Energiekosten mit deinem Solarpanel und so, oder? Ja. Also mit deiner internen Batterie, aber das ist halb so wild. Achso, wir haben hier gar keinen Strom. So. Gut. Jetzt sind wir unten wieder sicher. Was auch nice ist, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, die fliegen halt auch los, wenn du Reparaturkits hast und reparieren. Mhm. Ist halt auch mega angenehm einfach. Das ist wirklich super entspannt. Ja, riesiger Sprung. Also du musst die Roboter, das ist das Einzige, was ich, ja, ich weiß nicht wie genau, wie ich es finde, ob ich es gut oder schlecht finde. Du musst die Roboter halt im Hauptinventar haben. Du kannst ja halt jetzt nicht die irgendwie in den Roboport in deinem Inventar packen oder sowas. Der hat keinen extra Slot dafür. Ja. Finde ich fast ein bisschen schade. Dadurch kann es immer mal wieder vorkommen, dass du beim Kisten hin und her räumen irgendwie deine persönlichen Roboter wegpackst. Ja, das vielleicht ist mir das eben auch passiert. Das kann sein. Das kann gut sein. Oder du hast schon C gedrückt und er hat die Roboports in die Roboport in den Hangar gepackt oder sowas. Weiß ich nicht genau. Ja. Nur mal so gefragt, wäre ein geschlossener Kreis im Inneren nicht besser, dann könnte man den Block jederzeit als Endblock nehmen, weil dann die Gleise geschlossen wären. Ist ein durchaus valider Gedanke, ich weiß, was du meinst. Valider Punkt. Aber einen Endblock könnten wir auch eben noch kurz designen. Das muss ja nicht sowas sein. Nee, genau. Also als wenn wir außerhalb der Mauer sowas machen wollen später, dann schon. Aber das muss vielleicht nicht jetzt sein. Genau. Also man kann dann später quasi... Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, sowas machen. Ich sehe es ja. Dann hast du auch einen Endblock, ja. Ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob wir das Konstrukt ja überhaupt innerhalb unserer Mauern bauen müssen. Ob nicht das mit den... Ja. Ohne die Mauern und die Laser reicht. Einfach nur schieben. Würde es, aber ich habe Bock auf den Style. Also ja, du hast es würde reichen. Wir brauchen ja keine Lasertürme in unserer Base. So. Aber aus Gründen des Lore vom Fluff finde ich das tatsächlich ganz nett. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte, die absolut keinen Sinn macht und nur dazu dient, Zeit zu schinden. Okay. Denn Seno kann seine Videos erst monetarisieren, wenn sie länger als 8 Minuten sind. Danke, Merkel. Also erzähle ich euch eine Geschichte, aber ich habe ihren Inhalt vergessen. Verdammt, erstmal eine Dose Latz saufen, so wie sich das gehört für eine gute Kiestimme. Nee, helft mir, bitte. Ich will frei sein. Aber es ist halt total entspannt. Man kann in der Zeit kurz ein Stück trinken. Ich werde von Seno nicht einmal bezahlt. Ja, ja. Verdammt. Und der Sinn ist halt später, die fetten Roboports zu haben, weißt du, und daraus ein Netzwerk zu haben. Und dann machst du halt irgendwie sowas und da passt nie was drüber in ein Stück rein. Dann hast du hier deine 10 Stück, dann fliegen 3000 Roboter los. Dann geht's halt auch fix. Mhm. Oh Gott, guck, ich habe einen verloren. Siehst du, er trudelt da oben irgendwo rum. Ja. Und hat kein, süß, wie schnell er ist, er hat halt keinen Akku mehr. Sprich, wenn sie keinen Akku haben, erinnerst du dich an das Video, was wir geguckt haben, hast du hier was mit den Faktorien-Effekts. Da hast du halt ein schnelles Problem. Boah, das Ding sieht auf der Minimap richtig geil. Warte mal. Was ist los? Da blinkt was Gelbes, ne? Ist das ein Roboter? Da ist auch ein Fehler. Ja, da war was zum Abriss frei. Siehst du das? Das soll weggeräumt werden, aber es war nichts in Reichweite. Ah, hier rechts unten ist noch eine Lampe anstatt ein Capacitor. Ja, das geht schon mal gar nicht. Und dann genau zwei über Eck, die zwei Lampen. Aber irgendwas stimmt in den Strommasten hier nicht. Ich check grad nicht was. Auch nicht mit den Strommasten, aber wenn du auf die Minimap guckst, ne? Ja. Hast du an, dass du die Electric, also die Kabel siehst, die blauen Striche? Nee. Habe ich jetzt mal gemacht. Und ich sehe auch, dass das Problem ist, ja. Und das oben und unten. Also ich check gerade, ich sehe nicht. Ah, das ist, weil die so halbwegs in Reichweite sind und manche verbinden sich und manche verbinden sich einfach nicht. Die Poles stehen alle genau richtig. Mhm. Aber zum Beispiel der Pole hier und der Pole sind verbunden. Ja. Ne? Aber das sind sie oben noch auch. Pole und der nicht. Und hier rechts auf der Seite ist der Pole und der Pole verbunden. Ja, okay. Und der nicht. Also, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Die sind es gibt alle eine Mod dafür. Voneinander. Ja, die das ordentlich macht, ne? Ja, beautiful oder irgendwie so. Musst du aber auch mal nur mehr. Also, du ziehst einen Rahmen drüber und sagst, ey, liebes Spiel, mach das doch mal ordentlich. Du kannst das jetzt auch tatsächlich selber machen. Ich will das jetzt nicht machen, weil so sehr stört dich jetzt nicht. Aber nur mal zum Zeigen, falls das mal für dich irgendwann interessant ist, wenn du hier so einen Aufbau hast, du kannst jetzt Shift-Linksklick auf eine Mast machen. Mach mal Shift-Linksklick. Ah ja. Kannst du die abknüpseln. Und wenn du ein Kupferkabel in der Hand hast, kannst du die selbstständig auch ziehen. Krass. Braucht man so gut wie nie, aber es geht. Also genau, wenn man das alles wieder einsammelt. Gut, wir sind bei 45 Minuten, der zweite Part ist fertig. Oh Mann ey, ja, dann lass uns jetzt mal loslegen. Ja, lass uns mal jetzt noch in diesem Part überlegen, was wir wo machen wollen ungefähr.
Okay, ja, das finde ich gut. Einmal die Karte auf. Wir haben ja die Station, das ist ganz gut, um uns zu verständigen, was wo ist. Oh, jetzt sehe ich mal das Stromnetz. Das ist interessant, wo wir Strom haben. Wollen wir eventuell einmal alle Gleise abreißen jetzt? Ja, das wäre eigentlich nicht die Station, aber vielleicht alle Gleise wenigstens. Also ja. Die Station können ja ruhig da bleiben, weil die ja an die Fabrik angeschossen sind, aber da würde ich dir nämlich noch was zeigen tatsächlich. Ich weiß, glaube ich, schon, was kommt. Ja, das spricht dich aus. Man kann hier mit dem Deconstruction Planner auch auswählen, welche Items man löschen will. Genau, ich habe hier mal Kisten hingepackt, einfach um alles wegzupacken. Denk dran, deine Bauroboter zu behalten. Ja. Und dann müssen wir mal kurz die Züge einsnacken. Mal kurz aufteilen und dann haben wir es aber ordentlich. Das ist echt gut. Es wird auch viel leichter, die die Gleise danach mit Signalen zu ausstoßen, weil wir ja nur ein One-Way haben. So, das wird überhaupt kein Problem. Dann, momentan haben wir ja noch das Problem, dass eventuell man überlegen muss, wo müssen Signale hin mit One-Way. Das muss halt nicht denken. Genau. Weißt du, wie das geht mit dem Abrissplan? Ja, man muss einmal Alt D drücken, dann hat man den Abrissplaner und dann muss man den unten in die Leiste legen. Genau. Dann Rechtsklick drauf. Genau. Und dann kann man bei Filter einstellen, was er abreißen soll. Genau, richtig. Ja. Dann wähle ich einfach Sheen aus. Und Curved Jeans. Das sind zwei verschiedene. Curved Jeans, ich sehe. Habe ich gewusst gerade. Das war nicht das erste Mal. Hat er beide drin. Und dann einfach das X drücken, ne? Und wenn ich jetzt. Genau, das rüberziehst, dürfte er nur das nehmen. Ich würde nur aufpassen in der Reichweite von. Ich weiß nicht, was er mit den Ampeln macht. Ich glaube, Ampeln sollten wir mit da reinpacken. Die normalen und die Zugsignale. Die Kettensignale. Und ich guck mal ganz kurz, was er hier bei der Station macht. Also ich würde die Gleise direkt bei der Station stehen lassen, weil ich nicht hundertprozentig weiß, was da passiert. Also einfach das eine Gleis bei der Station würde ich dran lassen. Dann das links hier, das Diagonale. Oder ja, was, also was direkt an der Station ist, damit er die Station nicht aus Versehen abbeißt, quasi. Ja. Jetzt auch kein Beinbruch, aber es kann manchmal ein bisschen blöd sein, dass dann wieder genau das Feld rauszufinden, dass das mit den Greifarmen passt und so. Ja, dann reißen wir jetzt erstmal in dem Part hier noch entspannt alles ab. Oder erstmal einen Bereich, wir können es ja so von Bereich zu Bereich durcharbeiten, quasi. Ja. Ich werde es dann nochmal ordentlich machen, dann habe ich hier auch kein Problem mit den Förderbändern und so. Aber ich packe mir noch Zugsignale dazu. Haha. Ja. Und Zugsignale und die Chain Signals haben wir ja noch gar nicht benutzt, ne? Nee, die hatten wir hier, glaube ich, nicht. Kannst aber trotzdem, um auf Nummer sicher zu gehen, kannst du die raufpacken. Aber brauchst du auch nicht, wir haben sie nicht benutzt. Ich glaube auch, die hatten wir nicht. Ja, so, mit 20 Robotern geht das ja schon einigermaßen. Einigermaßen fix. Ich habe sogar einen dritten Roboport mir schon gemacht, also. Ja, richtig gut. Ist ganz okay bis jetzt. Ja. Aber ich habe zu viele Solarpanel. Ja, wobei geht. Irgendwann ist die Energie bei mir geht auch gerade relativ schnell runter, wenn die sich alle aufladen. Aber dann ist das halt so. Ich glaube, die fliegen dann trotzdem los und laden sich auf. Wie gesagt, du kannst halt auch, um deine Batterien ein bisschen zu schonen, wenn du siehst, dass du kannst sie halt einsammeln, wenn sie in der Luft sind, dann haben sie automatisch wieder vollen Akku und landen in einem Inventar. Müssen nicht aufladen. Das ist so ein bisschen cheaty, aber keine Ahnung. Also ich finde es halt nicht schlimm. So, macht's ein bisschen, es spart halt ein bisschen Wartezeit. Macht jetzt auch keinen so riesengroßen Unterschied. Okay. Oh, hier rumlaufen. Achso, ich würde übrigens gleich vielleicht nochmal noch eine Mod hinterher schieben. Ja. die Squeak-Through-Mod. Oh ja, die kenne ich auch schon. Ja, die ist. Mich regen die Rohre auf. Ja, wenn man wieder in den Rohren hängen bleibt. Wenn wir das nächste Mal starten, kannst du vorher Bescheid sagen. Dann heute würde ich sie jetzt nicht noch extra reinpacken und beim nächsten Start kommen wir die ja mit rein. Ja. Mit anbringen. Ah, guck mal, hier bist du. Ja, guck mal, jetzt steht der hier rum. Der kann auch erstmal ruhig spielen. Ja, stimmt schon, der muss ja nicht. Da gehst du runter und dann gehe ich hoch. Ja.
Kann man die noch schneller machen? Ja, ne? Ja, ja, später mit Forschung. Ah ja, safe. Kann ich noch forschen eigentlich? Nee, ist alles lila jetzt. Alles durch. Ja, oder? Lila oder? Gelb. Wir haben jetzt zwei Routen, die wir gehen können. Ja, ja. Das ist das erste Mal im Spiel, dass man quasi, was die Forschung angeht. Ja, woher stimmt nicht. Also, man kann optional Militär machen. Gelb und Lila brauchst du beides. Mhm. Ja, die Mauern hat er hier auch zum Abriss freigegeben. Ja, macht Sinn. Ist auch entspannter. Das habe ich, glaube ich, auch gemacht vorhin. Mm, ja, ja. Aber das habe ich noch nicht abgerissen, weil die Roboter nicht gingen. Oh ja, ein Hinweis, wenn du irgendwo Türme oder Kisten hast, die voll sind, würde ich immer selber nehmen, weil die Roboter müssen den Behälter quasi erst leer machen. Und wenn du ein Turret mit 200 Munition hast, müssen halt 200 Roboter hin und her fliegen. Das kann ein bisschen dauern. Und bei Kisten ist es halt noch schlimmer. Da können ja irgendwie, weiß ich nicht, 5600 Items drin sein. Dann kannst du dich dann eine halbe Stunde neben stellen, anstatt zwei Sekunden rechts zu drücken. Na, ich nehme die Mauern hier noch eben mit. Aber das ist gut. Also danach haben wir ein richtig schönes Schienensystem. Das sehe ich jetzt schon. Es dürfte keine Komplikation geben. Das Einzige, das ist halt auch nicht schwer, aber das Einzige, woran wir denken müssen, ist tatsächlich, wie hier schon gesagt wurde, die am Ende quasi einen Rundlauf zu machen. Ja. Eine Schleife, aber das ist ja. Aber das ist nicht schwer. Das ist nicht das Problem. Nö, das sollte kein Thema sein. Du kannst übrigens auch mit diesem Abrissplaner, hast du vielleicht gesehen, kannst du oben Trees und Rocks Only anmachen. Mhm. Dann macht er genau das. Er räumt nichts weg außer Trees und Rocks, was sehr, sehr gut sein kann später. Und es gibt noch was Interessantes, wenn du und hat gefurzt. Oh, noch Boah, ja. Ich war mir nicht ganz sicher, was es ist. Ich dachte noch so kurz, ein bisschen muffig, aber was ist das? Nee. Du kannst, wenn du auf den Filter oben klickst und auf das ganz letzte gehst, du kannst sogar die zum Angeln benutzen. Du hast Environment. Da kannst du sogar die Arten von Bäumen einstellen, die du abreißen willst, und die Arten von Steine. Und ganz hinten, das ist noch relativ cool, hast du noch so vier Special-Dinger. Ja. Warum passiert hier nichts mehr? Wo sind meine ganzen Roboter? Hä? So, nee, guck, jetzt habe ich das Ding auch, dass sie gerade nicht losfliegen. Ich weiß nicht warum. Manchmal machen sie das. Ja, wahrscheinlich, weil ich null Akku habe und es ist, glaube ich. Nee, ich weiß gerade nicht, warum die nicht fliegen. Ist sie nicht verloren? Guck ich mir gleich an. Genau, die Special-Dinger hinten sind einmal Entity Ghost, dann schmeißt er, also löscht dann nur Blaupausen. Mhm. Die müssen ja auch nicht eingesammelt werden in dem Sinne, sondern ne, wenn du irgendwo einen riesigen Blaupausenpark hast, kannst du die damit abreißen. Das ist hilfreich, wenn du irgendwo Blaupausen in einem Fabrikabschnitt hast und die dann rauszuselektieren, kann manchmal echt grausig sein, wenn so Geister neben echten Gebäuden stehen. Das nächste ist Items on Ground. Das macht man dann gerne nach einer Item-Explosion. Kannst du da einfach einen Rahmen rüberziehen, dann sammeln die alles ein. Oder wenn. In manchen Mods landen auch manchmal Items auf dem Boden. Es gibt zum Beispiel eine Mod, die ist krank. Mit der habe ich auch noch nie ernsthaft gespielt, aber ein, zwei Mal ausprobiert. Am Ende von Förderbändern fallen Sachen vom Förderband. Oh also Gott. Sind die Sachen fallen dann einfach unendlich lange auf den Boden. das ist richtig geil. Wild. Ja, ne? Jetzt hat er gefurzt und geht weg. Kannst verstehen. Genau, das ist dafür. Und das letzte ist Tile Ghost. Das ist. Achso, Item Request Slot gibt es da noch. Das ist zum Beispiel, wenn du in Montagemaschinen Module hast. Ah. Und da hattest du doch mal dieses blaue Symbol gesehen. Wir haben eine Blaupause genommen, da sollten Module rein. Wir hatten die Module aber nicht. Und dann hat er uns quasi gesagt, hey. Hier gehören eigentlich Module rein per Blaupause, die sind da jetzt aber noch nicht drin. Dann macht er dieses blaue Dreieck darauf. Ja. Und das reißt er dann, das löscht er dann quasi raus. Also, was weiß ich, wenn wir jetzt als Beispiel das hier haben. Bist du gerade unten? So, ja, und jetzt wäre das da. Also bauen das auf und du hast aber nicht genug. Hast du gerade Produktivitätsmodule im Inventar? Nee, ich habe alles rausgetan. Ja, okay, dann warte ich mal einen ganz kleinen Moment.
Ich will es eigentlich noch einmal kurz demonstrieren. Aber Montagemaschine hast du auch nicht, ne? Nee, nee. Nee, dann baut es sich nicht. Okay, ja, alles klar. Und das so viel abreißen. Und das letzte war, genau, Tile Ghost. Das ist auch relativ praktisch, weil man kommt in Versuchung, später sowas hier zu machen. Jetzt mal kurz in deine Nähe gehe. Ja. Sowas. Und das sind sehr, sehr viele Aufträge, weil ja jedes einzelne Ding einzeln hingelegt werden muss. Das sind jetzt schon 3300. Und wenn man dann doch mal auf die Idee kommt, das Ganze, die ganze Base zu asphaltieren damit, dann merkt man eventuell, dass man da gerade einen Auftrag in die Wege geleitet hat, der ohne Scheiß 1 Million Schritte oder mehr sind. Und dann denkst du dir halt auch so irgendwann nach so 100.000 Schritten und 2 Stunden, okay, vielleicht soll mein Roboter nochmal was anderes machen. Und dafür ist das Ding dann quasi dazu, mit dem Abrissplaner quasi nur diese Fußbodenbelaggeister löschen kannst und hier nicht die ganze Fabrik weglöschen musst oder sowas. Oder Boden, der schon gelegt wurde und Boden, der noch nicht gelegt wurde, vermischt und so. Das ist dann tatsächlich ganz praktisch. Ja. So. Okay, ich würde auch sagen. In dem Moment, als du eben die ganzen Steine vom Boden geplatziert hast, haben meine Bots aufgehört zu funktionieren. Ja. Und jetzt habe ich meinen Armor einmal ausgezogen, wieder angezogen. Jetzt haben sich 2 von meinen Bots entschieden, nicht mehr zu mir zu gehören und straight zur Base zurückzufliegen. Ja, sehr cool. Ja, okay, weiß nicht, was sie machen. Kannst du versuchen einzusammeln? Du kannst sie einfach einsammeln, bevor sie verschwinden. Die anderen, doch, die funktionieren wieder jetzt, glaube ich. Ja, das ist, liegt daran, wie die ihre Aufträge holen. Hatten wir uns auch in den Pride Effects angeguckt. Jeder Auftrag wird in eine Liste gepackt. Und dann wird halt momentan noch, weil das halt das neue Update noch nicht ausgerollt ist, wird einfach nur geguckt, welcher Roboter hat als nächstes, ist in Reichweite und hat nichts zu tun. Das sind die einzigen 2 Sachen, die es gibt. Ja, wer ist am nächsten dran und hat nichts zu tun? Also kürzeste Entfernung plus keinen offenen Auftrag. Und wenn du jetzt, wie eben, ich mach's einfach nochmal, um dich zu ärgern. Nein. Aber wenn ich jetzt wieder so ein riesiges Feld um dich herum mache, dann sind da halt eventuell 50.000, oder wir sagen, das eben waren ja alleine schon 3.000 Aufträge um dich herum. Und du hast 30 Roboter. Das heißt, die fliegen, 30 fliegen sofort einmal los. Und die anderen Aufträge werden dann halt nach und nach an die verteilt. Und das heißt, jeder Roboter hat dann so eine lange Liste von Aufträgen. Und wenn du die Aufträge dann wieder löscht, kann es halt einfach zu kleinen Fehlern kommen, so ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber dann können die sich manchmal ein bisschen durcheinander kommen und dann entscheidet sich manchmal auch ein Roboter, okay, ich bin hier irgendwie nicht mehr zuständig, ich mache Urlaub, so nach dem Motto. Vereinfacht gesagt, ein bisschen komplizierter ist es, aber. Das ist zum Beispiel auch der Grund, weshalb, wenn du wirklich so ein großes Bauprojekt hast, sage ich mal, bietet es sich oft an, immer nur Teilbereiche zu machen. Mach einmal 1000 Aufträge. Dann machen sie das. Ja. Sagen wir, du hast 100 Roboter, dann muss jeder 10-mal losfliegen, als wenn du so ein großes Gebiet hast. Weil es wird immer jedes durchgelöst. Sag, du hast 1000 Felder und 100 Roboter. Ja, dann die ersten 100, also von oben links fängt er mal an zu zählen. Das heißt, oben der ich nenne es mal Pixel jetzt einfach, ja, oder Kachel oder was auch immer. Oben links, das erste Feld guckt er sich an und er findet einen Roboter, weil du hast ja 100, die nichts zu tun haben. Guckt er sich das zweite an und dann fliegt der 99. Roboter los und hat ja auch nichts zu tun. Und das zweite Teil, das rechts daneben ist, auf derselben Höhe. Und dann geht er so immer bis ans Ende der Reihe, geht eine Reihe runter und dann wieder von links nach rechts durch. So wie du in einem Buch lesen würdest, verteilt er die Aufgaben im Endeffekt. So, das Ding ist jetzt aber, wenn die ersten 100 Aufträge durch sind, sind deine 100 Arbeiter auf dem Weg und fliegen los und wollen arbeiten. Und dann guckt er sich Feld Nummer 101 an. Und Feld Nummer 101 hat dann keinen Roboter, mit dem er arbeiten kann. Und das notiert er. Und dann geht er auf Feld Nummer 102 und 103 und 104 und 105. Und dann loopt er durch die anderen 900 permanent immer weiter durch. 600 Mal die Sekunde. 600 Mal die Sekunde ist es. Und so, ich komme mal zu dir. Erst wenn der erste Roboter zu dir zurückkommt, ist ja wieder ein Roboter da, der was zu tun, also der sagt, hey, ich habe nichts zu tun, was soll ich als nächstes machen? Und dann nimmt er aber nicht Kachel Nummer 101, sondern wo immer er gerade beim Abzählen ist. Das kann 555 sein, das kann 900 sein, das kann 237 sein. Das kommt ja darauf an, wie oft er in der Zeit durchgeloopt ist, quasi, diese 600 Mal. Ja, je nachdem, an welchem Slot er ist. So, und das heißt, das wird dann wie so ein Mosaik langsam zusammengesetzt. Anstatt, dass sie das alles schön der Reihe nach machen, machen sie das dann irgendwie so weird. Um es mal so zu sagen. Ich weiß, warum die Dings nicht funktioniert haben, weil die Robopods leer sind. Ja, okay. Die Energie einfach, ne? Du musst auch mal warten, bis Licht wieder da ist, genau. Und sich die aufladen. Geht mir ähnlich.
Aber wir sind jetzt so, schon relativ weit hier, ne? Also so viele Raids sind das jetzt nicht mehr. Nö, und das Aufschnellen geht halt mit denen auch relativ fix, denke ich. Ja. Guck mal, während wir warten, kann ich das einmal veranschaulichen. Wenn es wahrscheinlich niemand interessiert, aber ich finde es interessant. So, hier bei mir. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg von dir, dass deine Roboter nicht mitfliegen. So, ich mache jetzt hier die Mauern hin. Und sie werden halt oben links jetzt anfangen. Ja, oben links werden sie sagen, jo, da komme ich hin, alles klar, da fange ich an. Und sie fliegen los. Okay, es ist unten rechts. Wahrscheinlich, weil das die am nächsten dran sind. Oder sie haben das gefixt. Aber auf jeden Fall kannst du jetzt sehen, jetzt machen sie halt random Dinger, je nachdem, wie abgezielt wird. Es gibt kein System. Unten haben sie noch in einer Reihe angefangen und waren motiviert. Und jetzt machen sie halt einfach da, wo gerade abgezählt wird. Und das ist halt irgendwie, auf der Minimap sieht es ganz cool aus. So ein bisschen wie damals Festplatten fragmentieren, für die Älteren, die es noch kennen. Aber es dauert jetzt halt einfach elendig lange. Und es ist halt auch nicht so schön, weil normalerweise ist es halt effektiver, wenn du erstmal 20, 30, 50 Felder nimmst, die direkt neben dir stehen, dann lässt du dir das bauen und dann bewegst du dich selbst, damit die nicht so weit fliegen müssen. Also, dass du, wenn wir bei den Mauern bleiben, hier irgendwie sowas machen. Also hier so ein, was sind das jetzt? So ein 25er Block. Komm, helft mit hier. Zack, zack, zack. Das kann ich noch mit einsammeln. So, komm, tanken. Und alle wieder rein. So, wenn man das dann so macht quasi und denen jetzt sagt, räumt das weg oder beim Aufbauen halt, so, baut das auf. Den haben sie, baut das auf. Xenoas und Xenovitas, es ist Zeit, den Entgegner zu bekämpfen. Dass sie das bauen. Guckt in den Chat. Dass sie das bauen. Das ist viel schneller, als wenn ich direkt sage, was weiß ich, baut das. Weil jetzt müssen sie sich das irgendwie selbst auswählen und manche fliegen da hoch und sind voll lang unterwegs. Verstehe. Und dann. Ja. Und bei so kleinen Projekten ist es scheißegal, das ist ein Unterschied von ein paar Sekunden, aber bei einem großen Projekt hast du halt teilweise eine Stunde Unterschied. Kann man gucken, wie spät es ist in dem Server gerade? Ja, du kannst F4 und das zweite von oben ist Show Clock. Oder du meinst die Uhrzeit im Game. Also meinst du unsere echte Zeit in-game. Oder die. Nee, in Game. Wie weit der Tag vorangeschritten ist ja, quasi. Ja, genau. Nicht ohne Mod. Okay. Nee, weil meine Dings laden sich nicht auf. Und ich, das Gefühl ist es aber hell. Es ist tatsächlich hell. Und ich kann mal kurz so drüber gucken. Ja, warte, ich muss ja gleich weg. Ah, das ist, weil ich meine Robopods drin hatte und die direkt den Strom rausgenommen haben. Und deswegen waren die Batterien die ganze Zeit auf Null. Ah, ja, ja. Die Robopods dauern aber sehr lange, sich aufzuladen. Ja, die haben quasi einen eigenen Speicher nochmal, der sich vorher füllt, ja. Stimmt. Ja, ja, wird jetzt aber auch besser. Ich glaube, es wird gerade Tag. Das heißt, die Leistung der Solarpanels wächst halt linear oder exponentiell. Ich weiß nicht genau, aber über den Tag, weißt du, so quasi an. Stimmt, jetzt müssen die einmal voll laufen. Und erst wenn die wieder voll sind, glaube ich, kann man eventuell einen rausnehmen. Dann geht es ein bisschen schneller. Ah, guck mal, ich glaube, die müssen gar nicht komplett voll sein, sondern die müssen einen bestimmten, ein Viertel oder sowas ist das, glaube ich, wenn sie das erreicht haben. Mhm. Ist wieder los. Also es ist nicht perfekt, aber es hilft. Oh, kann ja auch immer noch mal selber ein bisschen hier mithelfen. Ja, von mir aus können wir jetzt auch unten schon mal aufbauen, oder wollen wir erst wirklich alle Gleise wegmachen und dann... Oder wollen wir erst jetzt mal einen Teilabschnitt aufbauen und dann... Na, lass die oben noch mal kurz wegmachen, das geht ja schnell. Okay, ja, dann machen wir weg und dann... Bei einer Stunde 6 Minuten, hier bei einer Stunde 3 sind wir. Dann machen wir jetzt noch, was weiß ich, 5, 6 Minuten hier wegräumen. Und dann müssten wir ja dann im nächsten Part aber tatsächlich anfangen zu bauen. Na, ja. So ist das. Ne? Einmal kurz, nur kurz Strecken hier, Züge, Gleise optimieren. Ja. 4, 5 Stunden weg. Ein Spieltag quasi. Und Gleisoptimierung. Also von Seno würde ich mich persönlich auch schon ganz gerne mal analysieren lassen. Versteht ihr? Anal. Muhahahahahaha. Zack, 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 zack. Ja. Und es wird wieder Nacht. Wow. So schnell? Ja, 8 Minuten, glaube ich, ist immer. Ich glaube, die Nacht sind 4 oder Tag 8 oder das sowas. Das hat halt gar nicht gereicht, meine Batterien aufzuladen. Ja. Dabei ist es schon auch so hochgesteckt mit Solarpanel, ne? Ja. Das ist immer ein bisschen brutal. Das Problem hat man halt mit den Roboboards nicht. Also mit den stationären, sage ich mal. Das ist halt da der Vorteil. Mhm. Dafür haben die anderen Nachteile. Da muss man sehr genau überlegen, ob man ein großes Netzwerk will
durch das Problem, das ich eben angesprochen habe, kann es dann halt sein, dass Roboter von der anderen Kartenseite rübergeflogen kommen. Ja. Und die sind dann eventuell lange unterwegs. Mhm. Aber tatsächlich, ja. Jetzt muss man, aber da kriegen wir nachher auch noch andere Möglichkeiten. Kleiner Spoiler, aber wir sind nicht ewig auf Solarpanel im Inventar angewiesen. Das ist wichtig. Ja, gibt es später noch ein bisschen was Schöneres. Zack, 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 zack. Ja, ich laufe jetzt einfach hier selber noch ein bisschen los und sammle die Gleise ein. Ja, ich. Alternativ haben wir halt auch einen Raketenwerfer im Inventar und genug Gleise. Also. Kann auch legitim sein, hier den jetzt zu bringen. Tschu! Das ist sogar nur ein Schuss. Dann ist so ein Gleisabschnitt weg, aber muss ja auch nicht sein. Man will ja hier ressourcensparend umgehen. Nicht der spannendste Teil. Boah, passt schon. Aber Schule macht auch. Es wird schon wieder hell, Alter. Es ist ja voll krank, wie schnell das geht. Ja. Weil was ich auch machen könnte, ich könnte jetzt kurz den Gamespeed halt auch hochstellen. Also auf zweifache Geschwindigkeit. Und dann brauchen wir nur so halb so lange für das, was wir hier brauchen. Geht halt auch. Ich glaube, die Map ist noch nicht so groß. Momentan arbeitet unsere Fabrik ja auch eigentlich nicht. Das heißt, von den Berechnungen her sollte das tatsächlich realistisch funktionieren können. Aber ob dir das zu cheaty ist oder nicht, musst du wissen. Nee, lass das mal nicht machen. Disabled auch Achievements, aber ich glaube, das haben wir eh. Oder kriegst du Achievements? Hast du irgendwie mal zwischendurch was bekommen? Habe ich nicht. Nee, ich glaube nicht tatsächlich. Ich glaube nicht tatsächlich. Nein. Ich glaube auch. Ich glaube, ich habe am Anfang irgendwas eingestellt einmal. Ich glaube, das Rechnen. Ich glaube leider das Rechnen. Ich habe also auf zwei Arten rechnen. Einmal mit einem C davor und einmal nicht. Wenn du das C davor schreibst, ist das quasi ein offizieller Cheat, auch wenn es ein bisschen lächerlich ist, aber so ist es dann halt leider. So rein von der Spielelogik her und das disabled leider. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob Mods nicht sowieso disablen. Ich meine ja. Auf jeden Fall die offiziellen. Ich glaube, es gibt zwei verschiedene, wenn ich mich jetzt nicht entsinne. Ich glaube, es gibt einmal... also... Factorio intern wird es dir angezeigt, aber auf Steam wird es nur gespeichert, wenn du... nicht gemoddet hast oder irgendwie... Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Irgendwie gab es da einen Unterschied. Mhm. Ist ja aber auch nicht so wichtig. Ja, wichtigeres. Das richtige Achievement ist dann das Spielende. Wobei viele dann halt auch sagen, das ist der eigentliche Anfang, aber das ist ein anderes Thema. So. Naja, und während sie hilfreich sind, ich glaube, ich gehe hier einfach lieber mit meinem Exoskelett durch. Geht auch fix. Und gleich wieder 100 Einheiten eingesammelt. Oh, ich hatte heute Käse-Lauchsuppe. Das ist so ein geiles Zeug. Richtig gut. Machen wir, glaube ich, nachher auch nochmal eine Schüssel warm. Boah, ein Gedicht. So, guck mal, das Schienennetz haben wir dann doch gleich. Und ja, das ist aber halt, ne? Wir investieren jetzt zwar, was weiß ich, jetzt 2,5 Stunden sind wir jetzt ungefähr dabei. Und sagen wir mal, das wird noch eine gute Stunde dauern. Sagen wir mal 3,5, vielleicht 4 Stunden. Aber wir sparen hinten raus wahrscheinlich viel Zeit, bevor wir immer wieder los müssen, irgendwelche Deadlocks fixen, irgendwelche Züge entwirren. Ja, das ist zwar dann einmal nervig, aber genau. Aber dafür hat man es dann noch. Ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, ob ich nicht sogar so per Hand schneller bin. Hm. Aber mehr Spaß macht es auf jeden Fall mit dem Roboter. Mhm. Definitiv. Hier haben wir die noch. Jetzt lasse ich mal drüben. Lass ich mal laufen. Okay, dann komme ich hier noch den Abschnitt runter und wir können uns ja so... Wo chillst du denn rum? Da oben? Ja, du machst die Mall noch, ne? Und ich arbeite mich zur Grey Science vor, quasi da unten. Ja, genau. Perfekt.
Also. Ja, aber Schule macht momentan mega Spaß. Dozent ist auf jeden Fall echt ganz chillig nice. Drauf. Er sagt zwar, ich soll mich nicht so oft im Unterricht melden. Das ist halt, auf einer hat auch ein Kompliment. Tatsächlich. Ja, ich habe einfach einen echt großen Vorsprung. Ich glaube, für die anderen ist es tatsächlich teilweise sehr tough, weil er geht schon relativ schnell durch. Wir machen jetzt ja JavaScript und das ist halt das erste Mal in dem Kurs, dass wir wirklich programmieren. Alles davor war halt nur Anwendung. Da haben wir zwar auch mit Datenbanken und so gearbeitet, aber da schreibst du keine eigenen Befehle. Da nimmst du die Befehle, die da sind, und es fühlt sich auch ein bisschen wie Programmieren an, aber es ist halt effektiv beim Programmieren, weil alles schon da ist, was du benutzt, quasi. Aber dadurch, dass ich ja hier mit meinem Game da rummache, es ist halt quasi dasselbe. Also die Befehle sind halt anders, aber die Funktionen sind halt gleich. Also das ist so. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wie man das. Mir fällt keine so Real-Life-Analogie an. Weißt du? Es, aber es ist tatsächlich sehr. Es ist schon wie mit Sprachen. Also keine Ahnung, wenn du eine Sprache sprechen kannst und du weißt, was Nomen sind und du weißt, was Adjektive und Satzzeichen sind. Das hilft auf jeden Fall schon mal enorm dabei, andere Sprachen. Ja, genau. Und dann sagte jemand so, also im Spanischen schreibst du alle Nomen groß und dann weißt du, okay, ich weiß, was ein Nomen ist, ich weiß, was Großschreiben ist, alles klar, dann muss ich mir nur merken, dass man das im Spanischen so macht. Oder im Deutschen halt, wäre ein besseres Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie es im Spanischen ist. Aber im Englischen zum Beispiel schreibst du Nomen ja klein. So, und das ist dann, ne? Du musst wissen, wie Sprachen funktionieren und dann musst du einfach nur wissen, okay, Deutsch schreibe ich Nomen groß, Englisch schreibe ich Nomen klein. Das ist ein Unterschied, aber du hast das Konzept schon verstanden. Wenn die anderen aber erst lernen müssen, was Nomen sind, dann kann ich mir vorstellen, dass der Unterricht gerade echt ein bisschen tough ist, weil der da echt fix durchgeht. Aber wir haben auch echt jetzt die nächsten anderthalb Wochen jetzt noch viel auf dem Zettel. Aber ich bin richtig immer mehr gelernt. Mir macht das richtig Spaß, weil ich auch einfach auch rumexperimentiere jetzt so. Ne? Also die Aufgaben, die er stellt, ich habe die meistens dann relativ schnell fertig. Und dann überlege ich mir schon, okay, wie hätte ich das denn jetzt bei meinem Spiel gemacht, also in der Programmiersprache, die ich kenne, funktioniert das hier auch so oder nicht? Und dann so, ja, okay, und auf einmal, zack, merkt man dann die ganzen Ähnlichkeiten, das ist schon echt cool. Und das ist halt echt krass, er ist Äthiopier, sieht aus wie 25, ist 43, glaube ich. Äthiopien, das ist so eine geile Ethnicity. Ja. Einer meiner besten Kumpels ist auch von da, seine ganze Familie. Ja. Und ich feiere diese Art von Mensch einfach total. Also, die sind auch meistens sehr kommunikativ und sehr offen. So, ganz anders als Deutsche. Ja. Merkt man irgendwie. Definitiv. Achso, das sind Mauern, deshalb will er das nicht abreißen. Hier warte ich jetzt aber kurz. Das sollen die Roboter machen. Und ich weiß jetzt, ich habe nicht genau mitbekommen, seit wann er in Deutschland ist. Auf jeden Fall, er spricht gutes Deutsch, aber man hört halt sehr stark einen Akzent und manche Sachen spricht halt einfach ein bisschen komisch aus. Zum Beispiel hat er letztens Kochrezept. So, das hat ein bisschen gedauert, er muss es dann einmal aufschreiben, damit wir sehen konnten, dass er Kochrezept sagen wollte. Weil die Tonfolge quasi ein bisschen tough für ihn war. Aber er ist trotzdem besser zu verstehen als der Dozent, den wir davor hatten. Der 70-jährige mit dem, ich glaube wirklich, es ist ein Sprachfehler gewesen, also irgendwie ein Tick oder sowas, der immer alles wiederholt hat. Von daher ist das echt eine Verbesserung. Bin echt happy, dass der erste Lehrer, mit dem ich mich auf jeden Fall wohlfühle, seit einiger Zeit im CBW. So, wir müssten eigentlich auch basically durch sein. Viel ist das hier nicht mehr, ne? Wie ist das mit Stahlmitte hier unten? Das ist ja auch weg, ne? Ja, würde ich sagen. Also, ja, die Station kann ja da bleiben, aber. Genau. Ja, dann ist das hier nicht mehr viel. Wir haben alles, glaube ich, eingesammelt, ne? Ganz hinten, Mauer West, habe ich noch so ein bisschen was übrig gelassen, aber whatever. Kann man dann ja auch gleich noch ändern. Ja. Gut, da würde ich mir aber tatsächlich, also du willst weitermachen, du bist motiviert, ne? Also das Zugsystem wollen wir jetzt schon noch hier, diese Züge müssen auf jeden Fall nochmal rollen. Ja, auf jeden Fall. Dann hole ich mir nochmal ein Cappuccino, guck mal auf die Uhr, dann tippe ich mal, ist das jetzt so 7:30 oder so? Viertel nach 8. Also. Ja, ich sag mal,
Ja, noch eine Stunde noch. Da müssen wir uns ein bisschen dran halten. Also sagen wir mal eine Stunde bis 75 Minuten so ungefähr. Das passt. Das ist noch drin. Alles Weitere muss ich dann gucken. Ja, nö, nee, ich will da ein bisschen früher feiern. So, dann mache ich hier den Cut. Einfach, du kannst einfach weitermachen. Ich lasse das Spiel laufen und dann sparen wir gleich den letzten Part für heute an. Stelle ich hier eben noch unten hin und dann bis gleich.